Hallo, ich möchte euch heute etwas über unsere Fotoreise nach Teneriffa erzählen. Mein Name ist Klaus Helmich, ich bin Fototrainer der Fotokochakademie und wir bieten im Oktober diesen Jahres zusammen mit Tour Vital eine Fotoreise auf die größte Kanareninsel Teneriffa an. Aber bevor ich ins Detail gehen möchte, vielleicht eine kleine Anekdote, wie dieses ganze Konzept, diese ganze Konzeption eigentlich zustande gekommen ist. Ich weiß nicht, wie ihr eure Inspiration für Fotos findet. Ich persönlich benutze da gerne mal Social Media, gucke im Internet und irgendwann habe ich ein Bild und sage, boah, das ist cool, das möchte ich auch mal machen. Dann gibt es immer zwei Probleme dabei. A, wie ist das Foto gemacht? Ich glaube, da kann ich in den meisten Fällen mir selber helfen und habe schon so eine Ahnung, mit welchen Parametern das fotografiert wurde. B, ist aber die Stelle. Die Stelle kann man nicht immer ergründen, auch wenn man bei Google Maps Kartenstudium betreibt. Man hat eine Ahnung, aber so ganz genau findet man den Spot nicht. Also was macht man, um sich da zu helfen? Man schreibt den Fotografen an. Da habe ich leider unschöne Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Variante 1, ich bekomme überhaupt keine Antwort. Variante 2, sag ich dir nicht, das ist mein Spot. Und das fand ich unter Fotografen echt schade. Deswegen habe ich gedacht, das kann man besser machen. Ich war jetzt bestimmt schon 4 bis 5 Mal auf den Kanaren, gerade auf Teneriffa, meine persönliche Lieblingsinsel der Kanaren. Unglaubliche landschaftliche Vielfalt und auch schön, man findet immer wieder Ecken, wo kein Mensch ist, wo man in Ruhe arbeiten bzw. fotografieren kann. Ja, und ich glaube, wir haben da wirklich viele, viele coole Spots, die auch echt cool funktionieren. Reisefotografie ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff. Was will man darunter alles fassen? Sicherlich klassische Landschaftsfotografie haben wir zum einen. Architektur spielt mit rein. Es kann auch Sportfotografie sein, Streetfotografie, Tierfotografie, Dunkelheitsfotografie oder vielleicht sogar Astrofotografie. Und ihr merkt, diese Schlagwörter habe ich natürlich jetzt nicht umsonst benutzt. All das werden Themen sein, die in unserem Workshop auf Teneriffa vorkommen. Um nochmal vielleicht so ein paar Orte vor Ort zu nennen. El Medano, die Surferstadt. Kitesurfen ist angesagt. Da werden wir sicherlich die Möglichkeit haben, ein bisschen Sportfotografie zu machen. Wir werden in Bergdörfer fahren, wo wir vielleicht Eidechsen knipsen können. Der Teil der Nationalpark ist immer eigentlich für mich so die Hauptattraktion, weil da haben wir die Möglichkeit, Landschaft zu fotografieren, aber auch ganz viel zur blauen Stunde, zur goldenen Stunde unterwegs sein. Und je nachdem, wie der Mond steht, auch Astrofotografie machen können. Natürlich müssen wir da mal vielleicht etwas früher aufstehen, aber das, glaube ich, ist kein Problem. Ja, wenn ihr Lust bekommen habt, mit mir Teneriffa zu entdecken, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im Oktober auf dem Workshop sehen. Bis dahin, tschüss!